Willkommen zurück bei Red Dead Redemption. Es geht weiter und ich habe mich entschieden, ich werde direkt die Story weitermachen. Weil ich es will. Plain View, aber vorher wechsle ich nochmal das Outfit. Und zwar nehme ich mir diesmal das mexikanische Poncho, weil wir ja sowieso, glaube ich, nach Dingens gehen. Nach Mexiko. Deswegen passt das doch eigentlich ganz gut. Und deswegen nehme ich das auch. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Ich bin ja mal gespannt, wie lange das Spiel überhaupt noch geht. Also wenn das jetzt heißt, dass wir jetzt nach Mexiko gehen und das ist gerade mal die Hälfte des Spiels, dann ist es echt heftig vom Umfang her. Aber besser zu lang als zu kurz auf jeden Fall. Also was heißt zu lang? Das wäre ja nicht so lang, das wäre super eigentlich. Ist halt nur ein bisschen so als LP oder so, das 40-50 Parts, das ist schon eine Menge Arbeit. Deswegen. Aber es macht ja Spaß, also rentiert sich das ja auf jeden Fall. Es macht Spaß aufzunehmen und das Spiel macht ja auch Spaß, also gleicht sich das auf jeden Fall wieder aus. Ich dachte ja mal, wir würden jetzt noch ein Pferd finden, bevor wir rübergehen, aber naja. Vielleicht finden wir ja da drüben irgendwie ein neues Pferd der Apokalypse, das wäre ja super geil. Naja, ich bin ja mal gespannt, wa? Hier runter oder was? Oder ist er hier oben? Ne, er ist hier oben. Ah, Mr. Marston. What's going on? You got a passage into Mexico? For me, no. But for you, maybe. It all depends on your relationship with good old Uncle Samuel. What are you talking about? Well, the border is indeed closed. But the army is sending a train down there. Now, whether it's to help the Mexicans there or to escape the problems here, I have no idea. But I thought things were better in Mexico. Yeah, well, better or worse, it's certainly different. So why am I going and not you? Well, that's a matter of age, dear boy. The army don't have many recruits with quite my level of experience. So? So, you are on your own. There's a train at Benedict Point, and it's leaving soon once they've got all of the soldiers rounded up. Okay. And your venerable friend here has done some more help. I have found some less than happy campers who have given up on glory and abandoned Uncle Sam's ranks. They're hiding out at Scratching Post. One of them might give you a uniform. Okay. What about you? Ah! Baghdad, dear boy! Well, either that or Fort Mercer. Or perhaps it's time to meet my maker with drool coming out of my mouth and a lust for human blood. You take care of yourself. I always do, dear boy. Okay. Begib dich zum Lager der Deserteure bei the Scratching Post. Okay, machen wir das. Ist das mein Pferd? Ja, leider. Leider ist das mein Pferd. So.
Wird er mich automatisch ändern oder muss ich wieder den Punkt selber setzen? Wie es aussieht, muss ich den selber setzen, aber das ist auch nicht das Problem. Fantastisch ist auch nicht so weit entfernt. Super, das gefällt mir. Aber warum? Warum zeigt er mir den Weg an? Guckt euch das mal an, anstatt hier geradeaus. Ja. Das werde ich auch machen, einfach hier querfeld ein. Was soll der Scheiß? Warum muckst du so, du elendes Pferd, ey? Du kannst sie entweder dir verdienen, indem du den Deserteuren hilfst, oder du kannst sie stillen. Muss dann aber mit Konsequenzen rechnen. Ja, ich werde denen, denke ich mal, helfen, einfach. Was soll's. Wenn es nur hier ein paar Dinger abballern. Mein Gott. Wie viel kommen denn da raus, verdammt? Scheiße. Sag mal, kann ich auch zu euch hoch? Homeboys? Nee, kann ich nicht. Ja. Oh, da ist ein Spucker. Was war denn das? Was hat mich denn jetzt verletzt so schnell? Und den letzten noch. Wo bist du? Boom. Zack, zack, zack. Triff dich mit den Deserteuren. Ja, der steht doch vor mir. Alles klar, machen wir das auch gleich. So, ich dachte, es wäre viel schwieriger, denen zu helfen. Aber wenn das einfach nur ein paar Leute umbringen ist, die leichteste Übung, die leichteste Übung. Ja, ich denke, die schaffen das schon. Die Frage ist, ob ich es schaffe, mal hier zurechtzukommen mit diesem Scheißpferd. Guckt euch das an, ey. Als wäre ich besoffen, aber ich bin das nicht. Ich drücke nur geradeaus eigentlich. Also den Weg entlang und nicht links, rechts, links, rechts. Ich drücke mal jetzt nur A. Guckt ihr, wie der abdrängt? Jetzt. Zick. Egal. Ja, Mann, das ist ein echter Sheriff. Warum soll ich den jetzt alleine? Egal. Guckt euch das an, wie die Säcke. Was? Boom, Headshot. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Headshot. Ja, Leute, lasst mich rauf da. Was geht ab? Ich gehöre zu euch. Erstmal rauf hier, bevor die nicht, dass sie einfach ohne mich losfahren. Hinter mir noch einer. Alles klar, hat er. Ja, was geht? Basic training was very thorough. That's good.
Jenna's only good at horn and drinking. Let's roll out! Auf geht's! Mein Pferd, ey. Ich beweg mich hier kein Stück nicht, dass ich runterfalle. Always one step ahead, ain't we? Eyes up! More of the bloodsuckers! Ey, ich hab echt Schiss, dass ich hier runterfalle. Durch die ekelhafte Steuerung teilweise. Nicht, dass meinen Kollegen in den Rücken schieße und dann ist plötzlich alles vorbei, ey, deswegen. Was cool, Alter. Ich fühle mich richtig wie so ein. Wie so ein Cowboy, so. Weißt du, wie so ein Cowboy auf dem Zug, hä? Wie kommt das bloß? Weil ich glaube, ich ein Cowboy auf dem Zug bin. Haha, witzig. Ja. Aber die Musik ist gerade richtig geil. Kann ich da rüberspringen? Soll ich riskieren? Riskieren, no risk, no fun, würde ich sagen. Was ist das hier eigentlich? Ah, Munition. Mensch, dann setze ich mal die Donnerbüchse ein. Zack, und weg ist er. Zack, und da platzt die Scheiße weg. Oh, und ich werde hier attackiert, ey. Wechsel die Waffe, John. Wechsel die Waffe. Oh Scheiße, hätte ich das machen sollen, hier vorzugehen. Boom. Roadblock. All right, every one of you clowns, get down and get the debris off the track. Let's go, let's go. Come on, soldier, move, move. Na, das ist bestimmt eine Falle oder so. Aber sind die Zombies so schlau? Oh oh. Nur wir haben die Hosen nicht voll. Aber den Kampf werdet ihr erst in der nächsten Folge erleben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht's weiter mit der Story und ab nach Mexiko. Also, bis dann. Tschüss.